und ich werde Sie heute eine Frage stellen. Muss man, wenn man nach Spanien in den Urlaub fährt, den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Sie können selbst miträtseln, wir werden am Ende die Auflösung hören. Also, wenn man nach Spanien in den Urlaub fährt, muss man dann den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Ja. Und wieso? Weil das Geld anders ist. Ja, wo liegt denn Spanien? In Europa. Oder? Und wieso muss man das dann umtauschen? Weil wieso ist es so, dass man das nicht umtauschen muss? Nein, man muss nicht umtauschen. Man muss nicht umtauschen. Und wieso nicht? Weil es in Europa ist, Spanien. Euro ist halt von Europa das Geld. Und wie kommt es jetzt, dass ich jetzt aber noch in die Türkei fahren kann, in den europäischen Teil von der Türkei, und dort muss ich trotzdem mit Lira zahlen? Oder wenn ich nach Großbritannien fahre, kann ich auch nicht mit Euro zahlen? Wieso das? Keine Ahnung, Mann. Okay, danke. So. Also, muss man, wenn man nach Spanien fährt, den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Ja. Und wieso? Keine Ahnung. Okay, also Sie wissen nicht wieso. Wie bitte? Sie wissen nicht wieso. Nein, ich weiß nicht. Ich sag's. Also auch wenn man nach Deutschland fährt, muss man das österreichischen Euro in den deutschen Euro umtauschen. Ja. Okay, danke. Also, wenn du nach Spanien in den Urlaub fährst, musst du dann den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Glaub schon. Und wieso? Weil ich sonst nichts bezahlen kann da drüben. Also, es ist genau dasselbe, wenn du nach Deutschland fährst, musst du dann den österreichischen Euro in den deutschen Euro umtauschen? Na? Und wieso muss man das nicht umtauschen? Weil in Deutschland das gleiche ist wie bei uns. Keine Ahnung. Also, wenn man nach Spanien fährt, muss man das auch umtauschen. Aber wenn man nach Deutschland fährt, muss man nicht umtauschen. Ja, genau, so glaube ich halt. Okay, danke. Wenn du nach Spanien in den Urlaub fährst, musst du den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Ja. Und wieso? Weil ich mit Euro dort nichts kaufen kann. Also wenn du wenn du jetzt nach Deutschland fährst, musst du dann auch den österreichischen Euro in den deutschen Euro umtauschen? Nein, weil das ist genau dasselbe. In Deutschland bleibt das gleich. Und wieso musst du dann den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Weil Spanien, da ist die Währung anders. Also, du musst den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen, okay? Stopp mal ganz kurz. Okay, also eine Frage. Wenn du nach Spanien in den Urlaub fährst, musst du dann den österreichischen Euro in den spanischen umtauschen? Ja, oder? Und wieso? Weil in Spanien eine andere Währung ist. In Spanien hast du die Euro, glaube ich, alles. Ja. Und also wenn man von Österreich nach Deutschland fährt, muss man dann auch den österreichischen Euro in den deutschen Euro umtauschen? Nein. Und wieso nicht? Weil der Euro in Deutschland der gleiche ist. Also wenn man nach Spanien fährt, muss man umtauschen in den Euro? Ja. Okay, danke. Also, wenn du nach Spanien in den Urlaub fährst, musst du deinen österreichischen Euro in den spanischen umtauschen. Echt jetzt? Ja. Scheißegal, österreichischer Euro und spanischer Euro. Völlig das Gleiche. Und wieso ist das so? Weil Euro überall das Gleiche ist. Also, weil es in der EU liegt, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob Spanien in der EU liegt oder nicht, aber wenn es in der EU liegt, dann muss man Euro nicht umtauschen, weil sie den gleichen Euro haben. Aber in Großbritannien gibt es ja den Pfund und es ist trotzdem in der EU. Wieso ist das so? Haben halt die Währung nicht angenommen. Okay. Also, wenn ihr nach Spanien in den Urlaub fahrt, müsst ihr dann den österreichischen Euro in den spanischen Euro umtauschen? Nein. No. Es gibt nur einen Euro. Außerdem ist Spanien bei der EU. Ja. Also Spanien ist bei der EU, aber Großbritannien ist ja auch in der EU, da kann man nicht mit Euro zahlen. Nein, da brauchst du Pfund, da musst du umtauschen. Und wieso muss man da umtauschen? Ich meine, das ist ja auch in der EU. Und wieso? Spanien ist auch in der EU, aber da muss man nicht umtauschen. Das Land in der EU ein Euro hat. Ja, die haben einfach keinen Euro. Die haben weiterhin einen Pfund. Lettland hat doch auch einen Pfund.
Und wieso haben wir dann einen Euro? Weil wir cool weil sind. Macht, ja genau, weil wir cool sind. Wir sind einfach toll. Das liegt daran. Nein, weil wir einen Euro. Ja, weil Österreich der Eurozone beigetreten ist. Ja.